Hallo allemal, ich bin's wieder, eure Mareike aus dem Trollerberg. Und heute, Sie sehen es, geht es um das Thema Christopher Street Day. Der findet nämlich diese Woche hier in München statt. Und ich habe mir gedacht, Mareike, habe ich gedacht, gehe sie dahin. Gehe sie dahin, beeinflussen sie die Leute. Und siehe da, ich bin in die Fernseh. Es hat alles wunderbar funktioniert, mein Plan ist aufgegangen. So, also, wild gewordene Heteromädchen. Und auch die Lesben aus Mecklenburg-Vorpommern. Und auch meine Homo-Rasselbande, die Schwule und ja, auch die Heterosexuelle sind herzlich dazu eingeladen, online einzuschalten. Denn das Gay-Black und meine Wenigkeit, die Mareike vom Trollerbösch, habe Ihnen mal aufgezeigt, wie es hätte werden können, wenn wir da gewesen wären. Aber wir waren ja gar nicht da. Es gibt nämlich keine Demonstration wegen die Corona. Es hätte so schön werden können. Aber es wird trotzdem schön. Aha. Das Motto wäre also gewesen, so wäre meine Pride gewesen. Aha. Gut, in den Niederlanden wir sagen, auf Hut ist tot in dem Mackenhausen. Das bedeutet ungefähr so viel wie, dein Hund ist tot und du kannst ihn behalten. Ja, es ist wirklich wahr. Ich werde sie verraten, wer als erstes kommt. Und zwar halte sie sich fest. Kommen sie lecker bei mich bei. Die Motorradlesbe. Und eine Sache will ich dir noch verraten. So schlimm wie diese Motorradlesben aussehen, so sind sie nicht. Sie sind richtige Vulkanetten. Nein, ich bin noch nicht bereit für die Hauptmaus. Oh, hallo, hallo. Mein Name ist Mareike. Sie kennen mich schon von dem Clip vorher. Und ich weiß noch, als Thomas damals zu mir sagte, Mareike, würdest du auf die CSD ein bisschen anmoderieren, nicht wahr? Ein bisschen Stimmung machen, sagte ich Thomas, mein wilder Hase. Mareike wurde für die Bretter der Welt gemacht. Okay, manchmal auch für die Matratzen. Ich fass es nicht, halte sie sich fest. Jetzt wird anmoderiert, nicht wahr? Meine Damen und Herren, we proudly present, halte sie ihre Schlüpper und Jockstraps fest, die Rosaliste des Münchner Stadtrats. Warum ist das nur einer? IDK. Wir lieben Lebensmittel. Hallo, ich bin es wieder, die Pausefee. Schöne Werbung war das eben. Ganz ohne Geld geht es dann doch nicht. Dieser Auftritt ging schneller vorbei als Rainer Kaumann am Salatbuffet, nicht wahr? So, weiter im Tagesprogramm. Und zwar, die Munich Bears haben sich bereit erklärt, die Mareike zu besuchen. An Ort und Stelle. Natürlich mit reichlich Sicherheitsabstand, denn Mareike ist schon ganz wuschig. Also, hat Mareike ein paar Vorkehrungen getroffen. Ich werde sie verraten und ich werde es sie auch zeigen. In einer kleinen Minute. Tada! Meine Liebenden, ich glaube nicht, dass das so sein soll. Aber es sieht doch ganz schick aus. Leider hat Mareike ein bisschen viel Oberweite. Aber mach es doch selbst besser. Hier sind die Munich Bears. Hallo, meine kleine süße Homo-Rasselbande, nicht wahr? Ich bin hier, um nur zu sagen. Oh, warte sie! Das ist noch eine Gruppe. Die Gay Family! Willkommen!
Also, hallo allemal, ich bin's, eure Mareike. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen außer Rand und Band gewesen heute. Ich kann nicht mehr. Aber irgendwie muss es ja weitergehen, nicht wahr? Und deswegen stelle ich Ihnen jetzt das nächste Team vor. Team Munich. Aber vorher werde ich Sie verraten, was alles in einer Sportbeutel eines Sportler drinne ist. Eine Homo-Sportler. Ja, auch die von den Lesbierinnen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich will sie auch mit einschließen, und zwar in die Keller. Also da haben wir zuerst mal das Crisco. Deutet alles auf passiven Konsum hin. Nicht wahr? Und die Chalkstraps. Wer tut denn sowas? Ein kalorienarmer Beifall für Team Munich. Ein Nachzügler. Dieses Verein gibt Brüdernachwuchs aus. Was? Wen soll ich anmoderieren? Franka. Ich kenne keine Franka, aber gut. We proudly present Franka. Muss wohl auf jeder CSD dabei sein, auf jeder Parade. Ich trinke hier mal Frikando mit der Sekt. Aber sie hat ja heute auch wieder ein wunderbares Corona-Outfit an. Viel Spaß. Und ich habe ein bisschen über die Corona-Zeit nachgedacht. Und mein Sexleben hat sich da ganz schön verändert. Das ist in Zeiten wie Corona gewissermaßen wieder Eingliederung, nicht wahr? Obwohl die kannte sie schon und die, die ihn nicht kannte, haben sie verstanden? Herrlich, nicht wahr? Ja. Wie Sie sehen, ich habe mich ein bisschen abgeschminkt und zwar möchte ich ein Spiel mit Ihnen spielen. Und zwar müssen Sie erraten, wer als nächstes an der Reihe ist. Viel Spaß dabei und ich freue mich. Meine Liebe, fangen wir gleich an. Ich kann ohne Brille nichts sehen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So weit, so gut. Auch wenn es anfangs scheiße aussah, es war trotzdem nicht die Weißwurst-Christel. Nein, sie war es nicht. Ich werde es jetzt einfach auflösen. Hallo. Ja, Sie haben richtig gerade. Es sind die Schwestern, der kommt ganz durchs Höschen mit diesem Namen. Die Schwestern der perpetuelle Indulgenzabtei Bavaria. Halleluja, Hosiana, Amen, Amen, Atrans, whatever. Juhu. Ich kann nicht mehr! Oh, die Schwublattler! Also, meine wilden Hasen, wenn ich euch so sehe, das grenzt an Autoaggression, nicht wahr? Obwohl, da sind ja schon ein paar leckere Dinge dabei. Ich glaube, das werde ich mir persönlich anschauen. Klaus, kann ich so gehen? Na, meine Lieben, da werde ich mal undercover dabei vorbeischauen. Und hier kommen sie, die Schwublattler, viel Spaß! Wer ist denn das in diese Cabrio? Ach, es ist Weißwurst-Küschel, die Erste. Aber nichtsdestotrotz, Sponsoring hat absolute Vorrang. Hier, erstmal die Werbung. Wir lieben Lebensmittel. IDK. Ich glaube, ich ist mir gerade die Titte verrutscht. Klaus, warum sagst du nichts? Kann ich so gehen, ja? Tiffy, give him my gas! So, meine wilde Hase, meine liebe Liebenden, und zum Schluss, wir haben eine Gemeinschaftswaage von die New York und die Harry Klein und diese Jennifer-Lade von diesen Clubs.
bis nächstes Jahr alle nicht vergeben wird, nicht wahr? Klatschen wir Ihnen noch einmal ganz zum Schluss ein bisschen Beifall. Ich habe mich sehr gefreut, eure Moderatorin sein zu dürfen. Also. Nicht vergessen, wenn man gut drauf ist, ist man auch gut drunter, nicht wahr? Also ich verabschiede mich, eure Mareike von Fullerberg. Tschüss! Möchte ich Ihnen noch auf die Welt geben? Kein Schwanz ist so hart wie das Leben! Es hättest du schon werden können, aber es wird trotzdem schön.